als Kind konnte ich nicht verstehen, warum meine Eltern nach Deutschland gekommen sind. Schnell wie möglich Auto kaufen und dann schnell wie möglich zurückkommen. Ist nicht geklappt. Meinen Großeltern habe ich vieles zu verdanken. They are from three different generations, but they have one thing in common. Gülşen, Irfan and Kemal Demirbilek and Yusuf Yilmaz Türk are among the 2.8 million people in Germany with Turkish roots. And they all have a story to tell about identity and culture. Turkish immigrants and their successor generations form the largest ethnic minority in Germany. There is a historic reason for that, so let's break it down. Einmal spazieren gegangen in Istanbul. Ich habe viele Leute gesehen. Ich habe gedacht, was soll das hier gehen? Ich frage einmal, sagte eine von hier nach Deutschland Arbeit haben. Dann ich habe angemeldet, vielleicht nicht ein Monat vorbei, einen Brief bekommen, rufen mich nach Deutschland fahren. Als Kind konnte ich nicht nachvollziehen oder nicht verstehen, warum meine Eltern nach Deutschland gekommen sind. Aber die Frage habe ich mir auch ehrlich gesagt nie gestellt. Die Entscheidung damals bei den Großeltern, das Dorf zu verlassen und in ein fremdes Land zu gehen, beweist für mich Mut. Ja, das ist etwas, was großen Respekt verdient. During the 1960s, tens of thousands came to West Germany as so-called guest workers. People like Irfan Demirbilek and Yusuf's grandparents. In 1961, West Germany and Turkey signed a recruitment agreement. Germany was booming and needed workers. Turkey was suffering from high unemployment. Most of the new arrivals worked in manufacturing. Among the first to hire guest workers was the car maker Ford in Cologne. The city became a center for Turkish immigration. The original agreement only allowed guest workers to stay for 2 years. After pressure from trade unions, that rule was later lifted. Many workers originally planned to stay for a short time only and then go back to Turkey. Nur was man eben nicht mitberechnet hat, dass da eben auch Familien gekommen sind nach Deutschland und nicht nur eben Arbeiter. Ich habe gedacht, ja, meine Arbeit ist gut, ich verdiene schon hier auch. Kinder, wenn ich zurück nach Türkei... War es schlimm gewesen, bestimmt. Für Kinder ist es schlecht sein. Meinen Großeltern habe ich vieles zu verdanken. Ich habe hier große Chancen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als damals in der 4. Klasse, wo die Lehrer sozusagen bekunden, welche Schule es geht, welche weitere führende Schule es geht und gesagt wurde, dass ich aufs Gymnasium gehe, hat meine Mutter geweint. Und es war für sie eben ein Zeichen dafür, dass sie einiges richtig gemacht hat. Wofür bin ich gelebt? Wofür habe ich hier geblieben? Für meine Kinder. Many immigrants from Turkey and their descendants still feel torn between two cultures. Heimat ist eigentlich der Ort, an dem man sich wohlfühlt. Wenn du mich fragen würdest, ist es jetzt die Türkei oder Deutschland? Da würde ich mich, glaube ich, dann eher für die Türkei entscheiden. Mein ganzes Leben fast ist hier, habe ich hier verbracht. Und ich habe mir ein bisschen auch vorgenommen, jetzt den Rest meines Lebens in der Türkei zu verbringen. Heimat, unser eines Sprichwort bei uns. Wo man verdient, wo man lebt, ist Heimat ist da. So ist das. Also unsere Heimat ist Deutschland. Geht nicht anders. Nur geboren, wir haben nur in der Türkei geboren, weiter nichts. 30 Jahre da geblieben, 60 Jahre,
also nicht ganz, aber 60 Jahre ist Deutschland hier. Also unsere Heimat hier sein. Heimat ist für mich ja, ein Ort, in dem ich meine Liebsten bei mir habe, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich willkommen bin, in dem ich eben auch die Chance habe, die Gesellschaft mitzugestalten mit meinen Werten wie Toleranz und Nächstenliebe. Und daher fühle ich mich auch hier in diesem Land heimisch. Wenn ein Fußball, ich gerne gucken, Fußball, wenn spielt Deutschland gegen mit dem anderen, ist egal mit dem, wem spielt. Wir sind Deutsche. Ich bin immer Deutsche, ich möchte gerne Deutschland gewinnen. Aber wenn Türkei und ja. Deutsch spielen, dann möchte ich Türkei gewinnen. So ist es. Na, also ist hier Heimat, hier jetzt, wo die Kinder sind, mein Heim. The first Turkish immigrants were mostly welcomed because of their contribution to the economy. But later generations haven't always found it easy to be accepted. Also auch zu Schulzeiten gab es Lehrerinnen und Lehrer, die von den türkischstämmigen Schülern mehr erwartet haben als von deutschen Schülern. Da eben den Zugzwang zu haben, dass man sozusagen mehr leisten muss, um einfach auch die gleiche Note kommen zu müssen. Da habe ich dann auch gemerkt, dass es auch teilweise eben deswegen schwierig ist, einen richtig guten Job zu bekommen, weil ich eben kein Biodeutscher war. Da waren ein, zwei Erlebnisse, die nicht so schön waren, ganz offensichtlich war ich halt eben, dass es daran lag, dass ich einen türkischen Namen hatte. Wir sind sehr gut angenommen, oder wie soll ich sagen, von den Leuten. Die Familie war eine Wohnung mit Garten und da war immer Abend kommt Leute ein bisschen zu trinken, unterhalten und sowas. Wir sind sehr gut an dem Leute direkt Kontakt und Liebe gehabt von den Leuten. Wir sind gleichwertig und wir werden dafür kämpfen bis zum Schluss, dass wir eben genauso wahrgenommen werden. Denn auch wir sind Teil dieser Gesellschaft und zu keinem Zeitpunkt anders als die anderen. 60 years on, Turkish culture is an essential part of Germany. It has deeply influenced life in our cities. So that brings us to our last question. Ein langweiliges Land. Nicht so reich geworden, glauben Sie. Also allein schon, wenn man aus dem Blickwinkel guckt, was das Essen, was Speisen in Deutschland betrifft. Langweilig, denn die Türken sind ein Volk, das eben dazu beiträgt, dass viel gelacht wird, ja, dass es viele Emotionen gibt und das ist einfach auch ein Mehrwert für die deutsche Gesellschaft.